Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Heute schauen wir uns mal die interessantesten Szenen aus den letzten Streams vom Wochenende an. Nur für euch zur Info, ich bin in den nächsten Tagen beruflich ein bisschen unterwegs und werde daher keine aktuellen Videos bis Ende der Woche machen können, aber ich habe mir mal einen Klassiker rausgesucht und den ein wenig besprochen, denn den haben sich ganz viele Leute gewünscht. Ich denke, der kommt dann wahrscheinlich am Mittwoch, so gegen Abend. Freitag sollte ich dann auch wieder im Lande sein und dann geht's erstmal wie gewohnt weiter. Also, dann lasst uns mal anfangen mit dem Stream vom Samstagabend. Oh, mein Auge. Ist aber auch nur das rechte Auge, komischerweise. Ich verstehe echt nicht, was jetzt zur Zeit ist, ey. Meine Augen tun weh, ich komme von der Schüssel nicht mehr runter. Dankeschön, Manja. Dankeschön, Manja. Ich komme übrigens nicht mehr von der Schüssel runter. Ja, läuft, würde ich sagen. Und Fanmanagement sinkt nochmal wieder um eine Stufe weiter runter. Wer hätte das gedacht, dass das überhaupt noch möglich ist? Also wir können mal zusammenfassen. Augen tun weh, Bein schläft öfters mal ein, Montezumas Rache beschert ihm ein paar Stunden auf dem Porzellanthron. Ja, ich würde sagen, dein Körper wehrt sich gerade vehement gegen deinen Lebensstil. Vermutlich hat der Drachenlord mal was Gesundes gegessen und der Körper bekommt dann nicht seine 500 Gramm Zucker am Tag und dann gehen die ganzen Alarmglocken los und der Körper randaliert. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt, aber irgendwie schaut's schon sehr nach körperlichem Verfall aus. Leute, haut doch mal, tippt doch mal mehrfach auf den Bildschirm, dass wir so viele Plus wie möglich, so viele Herzen wie möglich kriegen. Vielleicht kriegen wir einen besseren Matchpartner. Ich lasse aber in der Zwischenzeit noch ein Lied laufen. Jetzt fängt er auch schon damit an. Tippen, tippen, liken, liken. So ein mieser Battlestream. Einfach grauenhaft, wirklich. Und nur zur Info, in der Zwischenzeit hat er zwei Matchpartner rausgekickt, weil er nicht mit Ausländern streamen möchte. Ja, ich mag Ofenkäse und ich kenne Ofenkäse. Kein Problem, ich kenne den. Ist so komisch. Seid ihr noch... Ich würde jetzt sagen, ich lasse ihn jetzt mal raus. Auf den Quatsch habe ich gerade keinen Bock. Angenommen, du hast jetzt Frau und Kind, würdest du weiter streamen oder nicht mehr? Ich würde weiterhin meine Arbeit machen, natürlich, klar. Aber ich würde es halt so machen, dass meine Frau und meine Kinder nach Möglichkeit in safe sind, ne? Ja, und da wurde der Nächste dann rausgeschmissen, weil er mich kennt und darauf hat der Drachenlord natürlich dann keinen Bock. Wo kommen wir denn dahin, wenn sich Leute von allen Seiten mal Infos holen? Nachher würde ja noch irgendwelche Kritik am Drachenlord geübt werden. Nee, das gibt's nicht. Da schmeißt der Profi-Streamer lieber gleich den Typen erstmal raus. Dann erzählt er noch davon, dass auch wenn er eine Familie hätte, so weiter streamen würde. Und dann diese Aussage, die Frau und Kinder sollten nach Möglichkeit dann safe sein. Und das zeigt einmal mehr, wie realitätsfern er im Moment lebt. Mal ganz davon abgesehen, dass er natürlich nie Kinder haben wird und vermutlich auch keine Frau, die es über eine längere Zeit mit ihm aushält. Er ist ja nicht umsonst der meistgehasste Streamer in Deutschland. Wie würde das denn aussehen, wenn du deine Kinder safe haben würdest? Also du sie bestmöglich beschützen würdest. Die würden in der Grundschule trotzdem zu hören bekommen, was sein Vater bei Super Mario Sunshine Spielen so von sich gibt über Ausländer. Oder die Kinder sich in der Grundschule dann dafür rechtfertigen müssten, wie manipulativ sein Vater mit Frauen umgeht. Nur damit er die in die Kiste bekommt. Du, Drachenlord, hast in den letzten Jahren so viele schlimme Sachen gemacht. Davor kannst du deine Kinder gar nicht mehr schützen, weil das ja schon passiert ist. Aber egal. Zum Glück reden wir hier nur vom Konjunktiv, denn das wird ja glücklicherweise nie vorkommen, dass du Drachenlord Kinder haben wirst. Wir schauen mal in den nächsten Stream rein. Drache, wo bist du gerade? Boah, Leute, in Zukunft werde ich jeden rausschmeißen für den ganzen Stream stummen, wenn ihr solche Fragen stellt. Wie oft soll ich euch das noch sagen, dass es euch nichts angeht, wo ich bin? Wenn ich wollen würde, dass jemand weiß, wo ich bin, dann würde ich da ein fettes Schild vor meinem Hotel hinhängen. Drachenlord ist hier. Haus oder Wohnung. Leute, hört auf, solche Fragen zu stellen. Erstens mal geht mir sowas tierisch auf die Nüsse. Zweitens mal ist es völlig uninteressant, was ich in meinem Privatleben bevorzuge und was nicht. Das hier ist der Sonntagmittagsstream und da kann man schon sehen, was mir schon ganz oft aufgefallen ist. Im Mittagsstream ist er extrem gereizt und hat eigentlich null Bock, weil er sich da mit seiner Community auseinandersetzen muss. Naja, muss ist vielleicht das falsche Wort, aber möchte ist dann auch nicht so ganz richtig. Aber zumindest plant er das ja so, dass er das macht. Also mittags mit der Community sprechen und abends dann halt Matches machen. Und da sieht man halt das große Problem. Solange er mit der Community interagiert, kommt er damit nicht klar, dass Fragen gestellt werden. Er will nur mit Geld beschmissen werden. Keine Fragen oder Antworten, das ist ihm viel zu viel Arbeit. Und da hat er auch gar keine Lust drauf. Merkt man hier wieder sehr gut, dass er mittags im Stream sehr viel schlechter drauf ist als abends. Danke auch für die ganzen Rosen natürlich und die ganzen Schweinchen. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen zu neben der Spur bin. Mir geht's nicht so gut. Was steht heute bei dir an? Bei mir steht heute gar nichts an. Ich will mich heute ausruhen und erholen, weil es mir nicht gut geht. Vor allem habe ich seit gestern Abend hier auch noch Nackenschmerzen. Ich finde das Klingen jetzt nicht so nice bis heute Abend. Ja, entschuldige, dass ich gerade nicht ganz so gut drauf bin und auch tausend andere Sachen noch nebenbei mache und müde bin wie sonst was.
Also der körperliche Verfall geht ungebremst weiter. Jeden Stream hat er irgendetwas. Erst war es dann der Durchfall, die Augen, der Nacken jetzt, das Bein. Also mal ganz ohne Spaß, der scheint im Moment wirklich gesundheitlich nicht auf der Höhe zu sein. Das würde ich mal als Warnzeichen sehen, wenn der Körper langsam aber sicher dir zu verstehen gibt, dass es im Moment Probleme gibt. Und ganz nebenbei spielt er natürlich hier auch noch Clicker Hero. Und da muss ich mal ganz klar sagen, das ist so lächerlich hoch 10, dass er bei diesem Stream die ganze Zeit dieses Klicken dabei hat. Ich habe das ja jetzt gerade eben auch gehört und das ging so den ganzen Stream weiter. Er streamt und sagt immer von sich, dass er aufgrund seiner Erkrankung ja nicht so, sich so gut konzentrieren kann und wenn er mal irgendwas falsch liest, dann liegt das auch an dieser Erkrankung. Und was macht er, wenn er mit seiner Community sprechen soll und auf Fragen eingehen soll? Dann spielt er nebenbei noch ein Spiel und wundert sich dann, warum die Leute seinen Stream nicht gut finden. Aber hey, er ist ja der Profi-Streamer, ist klar. Nee, ich hatte gestern Abend im Stream schon gesagt, dass ich ein bisschen Magenprobleme habe und deswegen viel aufs Klo rennen muss. Wäre es wirklich sinnvoll, weiter zu streamen, trotz deinen Hate? Da wäre klein. Ach, boah, ey, ganz ehrlich, dann lassen wir das Ganze hier. Tschüss. Ich diskutiere nicht darüber, was ich in meinem Leben mache. Wenn ich mich danach richten würde, was andere denken, dann wäre ich schon lange nicht mehr da. Und es geht doch auch dich gar nichts an. Ja, im Grunde war das der Mittagsstream. Man merkt, wie das Fanmanagement auf seine neue Stufe hochgehoben wird. Aber mal Spaß beiseite, das kann man sich auch wirklich sparen, wenn er auf Fragen halt so eingeht. Ganz normale Fragen, aber er muss halt pumpig werden und gegen seine Fans schießen, die, nochmal gesagt, 6,99 im Monat bezahlen, um überhaupt schreiben zu dürfen. Daher nochmal an alle, gebt dem Drachenlord kein Geld. Ihr seht, was dabei rumkommt. Nur Müll und er kann sich davon sein Lotterleben finanzieren. So, und dann gehen wir nochmal in den Sonntagabendstream rein und den schauen wir bei Fort Blue, der den dankenswerterweise schon zusammengeschnitten hat. Ich verlinke seinen Kanal auch mal in der Videobeschreibung. Wenn ich auf diese Frage zum 5. Mal nicht antworte, hör halt auf, die Frage zu stellen. Mach doch, was du willst. Ich kann es doch eh nicht verhindern, oder? Meine Güte. Genau, weil ich auch durch jede Schule renne und schaue, wer mein Lied bei irgendwelchen Abschlussfeiern spielt. Auch hier eine sehr schöne Szene. Da hat jemand gefragt, ob sein Lied bei der Abschlussfeier gespielt werden darf, also ein Lied von Drachenlord, und ob er damit okay ist. Darauf ging er nicht ein. Dann wurde er nochmal gefragt und dann bekam der Fan, der bezahlt hat, um in diesen Chat zu schreiben, so eine Antwort von ihm. Und wenn das keine Drachis sind, die ihm ohne Wenn und Aber folgen, dann ist in diesem Moment ein neuer Hater entstanden. Da wollte jemand freundlich sein und ihn fragen, bevor das gemacht wird. Gerade weil der Drachenlord sich ja immer beschwert, alle klauen von ihm seine Werke und niemand fragt da irgendwie nach. Nun fragt jemand nach, ob das in Ordnung ist, ob er das machen kann. Und dann gibst du so eine Antwort raus, lieber Drachenlord. Ihm sind die Leute im Chat einfach zu 100% egal. Die sollen zahlen, ihn aber nicht nerven. Bestes Beispiel hier wieder dafür. Aber neulich wurde ich auch angeblich irgendwie gesehen mit dem Typen, neben dem Typen mit dem Skateboard. Keine Ahnung, wer das gewesen sein soll. Ich war das jedenfalls nicht. Eine Pause für zwei, drei Tage könnte ich mir nur erlauben, wenn ich mal 300 bis 500 € im Stream verdienen würde. 300 bis 500 Euro im Stream pro Tag. Na, was meint ihr? Sind das Forderungen, die für einen Drachenlord so hochgegriffen sind? Ich meine, bei seinem hochwertigen Content ist das doch drin, oder? Zahlende Fans beschimpfen muss doch irgendwie 500 Euro am Tag wert sein, oder? Einfach unglaublich, das alles. Aber teilweise sind Fragen da hier drinnen und Nachrichten und Infos, die sind einfach nicht wirklich wert, dass ich da eine Antwort drauf gebe. Hallo? Ja, Deadpool, servus. Alles gut? Ja, bist du nicht dieser komische... Ja doch, du bist das. Brauche ich gar nicht fragen. Deadpool kennt mich. Ja, du bist doch... Warte, ich komme nicht auf deinen richtigen Namen. Ich wusste den mal. Hier, Drachenlord, Dingsbums. Korrekt, ja. Ja, nee. Rainer. Ich zieh mal weiter, Rainer, ne? Schade. Ich hätte gedacht, dass Deadpool etwas gesprächiger wäre und Lust hätte auf ein Match. Über die Runden komme ich momentan. Aber es wäre gut, wenn ich noch ein bisschen mehr hätte, weil dann könnte ich nämlich auch endlich mich um meinen Führerschein kümmern. Den Führerschein brauche ich aktuell noch alles. Ich versuche mir dann das Geld auf Seite zu kriegen dafür.
Er hat immer noch kein Geld für die MPU zurückgelegt. Das kann man sich alles nicht mehr vorstellen. 5.000 bis 6.000 Euro letzten Monat verdient und wir haben ja jetzt den 10. Er hat auch diesen Monat wieder schon einiges verdient. Heute am Montagmorgen, wo ich das jetzt aufnehme, und er hat noch nichts beiseite gelegt. Ganz ehrlich, ich glaube, egal was er verdient, er wird seine MPU vermutlich nie machen. Ich glaube, das ist so ein vorgeschobenes Ziel im Moment, damit die Leute spenden. Aber in Wirklichkeit lebt er einfach nur sein Lotterleben vor sich hin. Mit den 5.000 Euro monatlich kann er sich das ja auch gut leisten. Und wenn das mal dann irgendwann wieder vorbei sein wird, und wir können davon ausgehen, dass das bald so auch sein wird, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er wieder über alles und jeden meckern wird. Nur nicht über sich selbst. Obwohl er mal einfach vorher selber an die Zukunft hätte denken sollen. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der so wenig an die Zukunft denkt wie er. Ich glaube, ich mache heute nur eine Stunde. Mir geht's echt nicht gut. Irgendwie ist mir auch gerade unglaublich schwindelig. Ich glaube, mir holt mein Kreislauf zusammen bei dem Wetter. Dabei ist mein Kreislauf normalerweise was Stabiles. Ja, und auch in diesem Stream darf es nicht fehlen, dass es ihm unglaublich mies geht. Wie gesagt, der körperliche Verfall geht weiter. Das mit dem Theaterstück habe ich vorhin auch mitbekommen. Nein, ich weiß nichts von einem Theaterstück. Und wenn Kui Bono das wirklich macht, dann werde ich ihn auf alles verklagen, was er hat, weil das kann echt nicht wahr sein. Der Typ will jetzt echt ein Theaterstück von seinem Schwachsinn da rausbringen. Mit dem werde ich jetzt zunächst mal zusammenrücken, wenn das so weitergeht. Ich mache das, ohne dich gefragt zu haben. Der Kui Bono hat ja auch schon diesen Podcast rausgebracht, ohne mich zu fragen. Hätte er mich damals gefragt, hätte ich von vornherein gesagt, nein. So, und darauf müssen wir mal zu sprechen kommen. Es gibt nämlich demnächst ein Theaterstück vom Jungen Theater Göttingen, das auf dem Cui Bono Podcast basiert, was über den Drachenlord ja geht. Das ist nicht von Cui Bono gemacht. Das sind einfach nur Schauspieler, die darüber ein Theaterstück machen. Aber dass der Drachenlord nun Cui Bono verklagen will, weil der ein Theaterstück macht, ja, wieder mal nichts verstanden, lieber Drachenlord. Aber sehr schön zu sehen, wie die aktuelle Beziehung zwischen Kesschrau Beros und dem Drachenlord ist. Denn Cui Bono Drachenlord 2 stand ja auch im Raum, wo der Drachenlord ja mitwirken sollte. Aber so wie es nun ausschaut, ist das wohl eher noch nicht der Fall gerade. Was ich von diesem Theaterstück jetzt halten soll, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich glaube, da setzen sich halt ein paar Leute in die Nesseln, die wieder mal keine Ahnung von dem ganzen Thema haben. Der Cui Bono Podcast war ja auch an vielen Stellen echt schlecht recherchiert. Und wenn darauf ein Theaterstück basieren soll, ja, dann mal gute Nacht. Wenn sich vielleicht Hater aus der Umgebung das mal anschauen werden, schreib mir mal gerne, wie das da abgelaufen ist. Das würde mich da mal echt interessieren. Ich bin echt in die Seile heute. Ich halte echt viel aus und ich bin echt zäh, aber heute irgendwie... Naja gut, die letzte Nacht war auch nicht besonders angenehm. Ich bin ja aus dem Stream gestern raus um... Wann bin ich raus? Um 22 Uhr. Und sogar noch ein paar Minuten länger gemacht wegen den Rosen. Und ich bin dann auch relativ schnell ins Bett und bis um 3, 4 Uhr nachts bin ich immer wieder aufs Klo gerannt, ey. Ich meine, heute hat sich das beruhigt, aber mein Mann. Es ist halt schade, dass für meinen typischen Matchpartner keiner Zeit hat. Oder keine Lust mehr hat. Wir hatten so gute Matchpartner teilweise mit drin. Ja, und das war's dann auch. Kurz danach ist er dann offline gegangen, weil es ihm ja so schlecht geht und das trotzdem, dass er doch eigentlich so hart im Nehmen ist. Ja, wir wissen Bescheid. Wenn da nicht mal wieder die Grieselkatze angeflogen kommt. Und seine Matchpartner wollen auch nicht mehr mit ihm zusammen streamen. Komisch. Zum Beispiel Daniel und Chrissy. Die haben sich nämlich jetzt auch offiziell von ihm abgewendet und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Da hören wir auch nochmal kurz rein und hören uns an, was die zu sagen haben. Der noch nicht gematcht hat und es aber auch irgendwann vorhat oder an ihm kommt, geht raus. Geht einfach raus und unterstützt diesen Menschen nicht. Er ist sowas von stinkenvoll. Letztens im Live ging es wieder, da hat jemand gefragt nach seine Beine tatsächlich und seine Beine sehen echt schlimm aus und wer aus der Pflege kommt oder Arzt ist oder was weiß ich, der sieht das, dass der definitiv Diabetes-Problem-Typ was weiß ich hat. Ne? Und er aber dann so aggressiv drauf geht, das ist doch scheißegal, was gehen euch meine Beine an, das geht absolut nicht. Leute. Und das im Abo-Chat halt. Ne? Und das noch im Abo-Chat. Der kriegt jeden Monat von diesen Leuten, die ordentliche Fragen stellen, kriegt der Kohle in den Rachen geschoben, wortwörtlich, ne? Für nichts tun. Ja, und ich glaube, mit diesem sehr schönen Statement von Leuten, die zum Glück mitbekommen haben, wie der Drachenlord richtig tickt, belassen wir es dann auch mal.
Das ist ja so wie zum Beispiel bei Coin News oder. Alle, die immer halt erst denken, das ist ein armes Opfer, kommen irgendwann dahinter, was für ein schlimmer manipulativer Charakter er doch eigentlich ist. Und daher gibt es ja auch so viele Hater vom Drachenlord. Jeder, der sich länger mit ihm beschäftigt, wird einfach zum Hater, weil kritische Fragen aufkommen. Und Daniel und Chrissy haben es ja auch beschrieben, auf die reagiert er gereizt und abwertend. Haben wir ja auch in diesem Video hier jetzt schon gesehen. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man nicht mehr halt unterstützt wird. Naja gut, das soll es dann für dieses Video auch gewesen sein. Habt alle einen guten Start in die Woche. Wie gesagt, ich bin die Woche jetzt unterwegs, daher wird es keine aktuellen Videos geben bis Freitag. Aber Mittwoch kommt noch ein Klassiker, den sich ganz viele gewünscht haben. Und dann werde ich mich wahrscheinlich am Freitag wieder melden. Habt ihr alle eine schöne Woche und bis zum nächsten Video sage ich erstmal, Mädel auf, meine Freunde.